Was geht YouTube und herzlich willkommen zur 50. Folge von meinem Lego Let's Play. Also es geht langsam richtig los, wir sind jetzt in Folge 50 und in der heutigen Folge hoffe ich natürlich, dass wir den Eisgolem angreifen können, aber dafür brauche ich erstmal Federn. Ich schau mal, wo Aura ist. Ne, Aura ist nicht im Bett, das ist schlecht. Ist sie vielleicht hier drin eingesperrt? Ne, wo sind denn die alle? Es fehlen halt, oh oh. Dass die alle abgehauen sind. Ne. Doch, guck mal, die ist da wahrscheinlich raus und hier rüber gelaufen. Also ich brauche Federn. Keine Federn, Mann. Da wird hier 11 Blaspowder. Das ist ein bisschen unlucky, dass ich jetzt keine Federn bekommen habe. Gut, aber in dem Fall, wenn wir keine Federn haben, dann machen wir halt einfach genau das, was wir in der letzten Folge schon gemacht haben. Wir gehen jetzt einfach hin und gehen wieder ein bisschen Frostpine sammeln, damit wir ein bisschen Wege machen können. Es gab tatsächlich ein neues Update heute. Ich weiß aber gar nicht, ob das Auswirkungen auf Lego hatte, aber ich schätze mal nicht. Wie bist du da hingegangen? Ja, egal. Ich frage gar nicht. Was ich auch mal noch auf jeden Fall probieren muss, das habe ich eigentlich schon vorgehabt, wo ich den Charm gesehen habe. Moment, ich zeige den euch mal nochmal ganz kurz. War nämlich ein Lucky Charm. Good Luck Charm. Rough Ruby brauche ich dafür. Die habe ich halt nicht. Ich brauche in dem Fall ja 15. Davon bräuchte ich dann 9. 15, 15. Ich müsste auf jeden Fall mal Saphire farmen gehen, hier in dem Biom. Den Rest muss ich halt in den anderen Biomen halt mir besorgen. Aber das muss ich mal probieren, weil die Beschreibung davon ist ja folgende. Raises chance of finding rare loot when digging. Das heißt, wenn ich eine Schaufel habe und die Charms ausgewählt habe, jetzt können sie hier drauflaufen. Gestern sind sie mir so derbe auf den Sack gegangen, ey. Egal. Das müsste bedeuten, dass wenn ich dann ja einfach nur in den Boden grabe, dass ich halt Schätze finden könnte. Das wäre sehr nice. Weiß gar nicht, ob ich perfekt hier ankomme oder nicht. Nee, leider nicht. Aber, wenn ich Glück habe. Jawohl, es gibt genau 3 Stück ab. Ich hab Glück. Das ist sehr nice. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein bisschen Holz einsammeln. Und dann können wir da schon mal die Verbindung reinziehen. Und dann sollte ich mal in der nächsten Zeit in Erwägung ziehen, die Laternen zu machen. In dem Dorf zumindest. Und auf jeden Fall noch 2 Laternen jeweils bei den 2 Toren, die ich noch nicht gesetzt habe. Weil, damit ich wenigstens von der Ferne sehen kann, wohin ich laufen muss. Ja, das Ding ist halt, ich will schon echt sehr gerne den Eisgolem jetzt besiegen. Aber ich kann den nicht in einem Close Fight besiegen. Da kannst du vergessen, der One-Hitted mich ja weg. Und ich habe nicht genügend Pfeile. Ich müsste irgendwie an einen Haufen Federn rankommen. Und erst dann würde das funktionieren. Also es wäre halt wieder was anderes, wenn neue Pfeile geben würde, die zusätzlich mehr Schaden machen würden. Nicht nur die Armbrust übrigens. Ich habe die ganze Zeit Bogen gesagt gestern. Und das ist halt so das Ding. Würde es noch neue Pfeile geben, das wäre schon geil. Das wäre echt mega geil. Genauso geil wie die Aussicht gerade von hier oben auf das Dorf runter. Also muss schon sagen, sieht sehr nice aus. Sieht schon echt sehr, sehr nice aus. Ja, wir haben jetzt mal 50 Frostpine. Ich glaube, das reicht fürs erste Mal auch. Jetzt einmal ganz kurz den Block hier schon mal hin. Aber als ob Epic Games meine Beschwerde gehört hat, dass sie doch bitte fixen sollen, dass die hier nicht hängen bleiben, sind sie dem direkt nachgekommen. Das finde ich sehr nice. Hier, das müsste ich theoretisch alles komplett neu machen. Aber das dauert viel zu lang. Ich fülle die Stellen einfach auf. Weil das würde sonst wirklich, wirklich viel Zeit beanspruchen oder in Anspruch nehmen. Es kommt mir schon sehr wenig vor. Sehr knapp eigentlich vor. Mach dann mal hier noch einen hin. Es sind dann halt einfach 4 an der Stelle. Aber, ne, wobei, das sieht halt auch irgendwie falsch aus. Ja, vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen weiter bauen und dann sieht es besser aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise, was heißt besser, aber halt immerhin nicht so ass, wie es halt jetzt gerade aussieht. Weil wenn es halt weiterhin so ass aussieht, dann muss ich mich dann mal so ein bisschen rumexperimentieren, was ich da so am besten machen kann. Aber ich finde es auf jeden Fall nice, so dass wir mittlerweile halt an den Punkt angekommen sind, wo ich dann die ganze Zeit so ein bisschen was am Dorf machen kann. Und muss nicht irgendwie irgendwas anderes rushen oder sonst irgendwas. Ich kann eigentlich echt sehr chillen. Ich platziere mal ganz kurz hier, weil diese. Ah ne, ich kann nicht die Lampen nehmen. Ich muss. Lampen, sag ich, Laternen. So. Jetzt fehlt es mir halt an einem einzigen Holz. Du gibst mir Essen. Ah, wobei, aber Essen wäre trotzdem nicht schlecht. Nochmal 30. Inventar jetzt. Das ist sehr nice. Ich habe die Schaufel dabei, das ist gut. Weil dann mache ich hier die Saplings weg, direkt vor dem Tor. Die sind nämlich echt. Also die stören dann tatsächlich sehr, sehr hier. Bon. Los. Weg bist du. Ich baue einfach mal ganz kurz die ganzen Bäume ab und danach mache ich hier die Dinger weg. Als erstes platziere ich hier mal ein Licht hin, dass ich ja wenigstens Licht habe, wenn ich gleich am Graben bin. Ah gut, so kann ich das abbrechen, Zoll zu bekommen. Ah, okay, der Sapling ist weg. Habe ich eigentlich Stein mittlerweile im Inventar? Ja, ein bisschen Stein habe ich, ja, das ist ja gut. Nee, guck mal, das ist aber
Das ist aber nicht so gut. Wie habe ich denn das dann da gemacht, dass es perfekt gepasst hat? So ein bisschen versetzt oder wie? Ja, ich denke mal, ich habe das so versetzt und dann höchstwahrscheinlich einfach ausgefüllt mit irgendeinem Block. Was sind das? 1, 2, 3, 4. Da wird ein Vierer. Habe ich überhaupt einen Vierer? Das ist wieder die nächste Frage. Gut, ansonsten platziere ich dann da einfach ein Fundament rein. Ich platziere da wahrscheinlich ein Fundament rein. Ich mach mal eben hier die Tür zu. Aber hier, schau mal, die spawnen hier drin. Das heißt, eventuell, wenn das so abläuft wie in Minecraft, dann muss ich einfach nur gucken, dass ich hier genug Licht habe, dass die Beleuchtung stimmt. Und dann können die hier nicht mehr spawnen. Ich hoffe mal, dass es funktioniert so. Nicht, dass die einfach überall spawnen können. Das wäre halt nicht so nice. Dann würden die mich ja im Dorf die ganze Zeit nerven. Und ich muss auch schon dazu sagen, irgendwie hat sich hier das Arktikdorf zu meiner Mainbase mittlerweile entwickelt. Liegt halt aber auch einfach daran, dass ich hier gerade eben die meiste Zeit eigentlich drin verbringe. So aktiv in der Base. Im Greenland, da habe ich zwar auch sehr viel Zeit liegen gelassen, aber da habe ich nur mein Haus gebaut. Da habe ich mich nicht ums Dorf gekümmert. Und deswegen gefällt mir dieses Dorf halt einfach gerade im Großen und Ganzen viel, viel mehr. Das muss man aber auch sagen, die sieht auch viel... Also die Base sieht übersick aus. Und ich habe tatsächlich sehr Bock, das auf die anderen Dörfer so zu übertragen, die auch so groß aufzuziehen. Nur weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll oder ob ich das halt in dem jeweiligen Stil machen soll oder einfach genau mit den Bauarten halt, aber im Greenland in dem Fall und in der Wüste. Irgendwo denke ich mir so, ja, es wäre doch bestimmt eigentlich viel besser, wenn ich das im jeweiligen Stil machen würde. Würde ja auch irgendwo Sinn ergeben, wenn ich es im jeweiligen Stil mache. Aber die Häuser hier, die sehen halt viel besser aus und die sind auch größer. Da kann ich nämlich auch das Starterhaus für die Dorfbewohner jeweils viel größer machen, außer ich gehe hin halt und... Oder gibt es vielleicht größere Häuser? Ach ja, guck mal, die gibt es ja auch noch, die habe ich schon ganz vergessen. Ja okay, in dem Fall. Aber das ist halt wieder so das Dilemma. Da würde es ja noch gehen, aber ich habe für... Ich kann die noch nicht alle eine Kirche hinbauen. Oder so ein Riesending. Oder so ein Ding, weißt du, ich meine? Das ist halt so das Problem, was ich habe. Also es wird vom Platz einfach nicht erreichen. Dann muss ich denen halt eigene Häuser bauen. Selbst ausgedachte so Steinhäuser mit einem grünen Dach am Ende. Ich denke aber, ja gut, wir haben ja genug Zeit. Ich habe ja kein Zeitfenster, wo ich das alles machen muss. Ich kann das auf ganz entspannt alles machen. Deswegen lasse ich mir da auch dann Zeit und hetze mich da. Also Teil, okay, perfekt. Und hetze mich da auch nicht. Bringt ja auch im Endeffekt gar nichts, wenn ich mich dann einfach auch selber hetze. So, dass ich das schnell machen muss. Irgendwie hatte ich das, wo ich die Dörfer, die ersten zwei Dörfer gerusht. Eigentlich die ersten. Alle Dörfer habe ich ja im Grunde direkt durchgerusht. Weil ich mir irgendwo gedacht habe, ich muss schnell fertig werden. Aber im Endeffekt hätte ich mir viel mehr Zeit lassen sollen. Andererseits, so ist es viel geiler für euch, weil das Greenland und die Wüste, die kennt man halt. Also, wenn du in das Spiel reingehst und eine Stunde vielleicht spielst, dann hast du beides schon gesehen. Du kannst beides easy erreichen. Aber gerade hier das Iceland, so leicht kannst du hier nicht hin. Du musst halt eine gewisse Weise oder ein gewisses Stück in der Wüste spielen, damit du hier rüberlaufen kannst. Und ich meine, du musst auch die Upgrades machen für die Charms. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Materials gesammelt. Da ist die Tür offen. Ich glaube, die können mittlerweile Türen öffnen. Will ich auf jeden Fall dann die Wand mal beleuchten. Ich weiß nicht, ob ich hier runtersetzen soll. Da habe ich noch die Foundation, da könnte ich es machen. Da habe ich keine Foundation. Da werde ich, glaube ich, auch keine Lichter dann in dem Fall hinstellen. So, aber ab da ist es ja unter Wasser, dann macht es keinen Sinn mehr, das auszubeleuchten. Aber das ist gut. Das heißt, die Seite hier habe ich schon mal mit Laternen fertig. Und dann kann ich mich echt mal mehr darauf konzentrieren, hier drin besser zu beleuchten. Ah, nee, warte, ich muss ja dann in dem Fall hier weiterbauen. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal halt hin und machen das wie bei den anderen Treppen mit den Steintreppen einfach. Ich meine, mir bleibt halt eh nichts anderes übrig. Ich muss es jetzt so machen. Ja, ist halt schon schade. Ich hätte es halt schon ganz gerne mit meinen Treppen quasi gemacht, aber was soll ich tun? Ach guck mal, ich habe Schafe hier drin jetzt. Wie sind hier die Schafe drin gelandet? Ein Schaf habe ich. Oder ein... Doch, zwei Schafe sind jetzt hier drin gelandet. Das ist ja cool. Aber meine Hühner sind weg. Irgendwie haben sich meine Hühner in Schafe... Irgendwie haben sich meine Hühner in Schafe verwandelt. Ich hatte genau drei Hühner. Jetzt habe ich drei Schafe. Das stimmt hier doch nicht. Das kann doch nicht sein. Der Weg passt. Ich mache hier eventuell... Ja, ich mache das nach innen hin, um einen... Nicht Block, um eine Stufe breiter, um halt auf... Das sieht aber ass aus, tatsächlich. Ich muss mich dann schon da dran halten. Weil entweder baue ich das komplett jetzt auf Bodenlevel oder halt eben nicht. Und in dem Fall wird es einen eben nicht...
Stopp, 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 die brauche ich selber. Hau ab. So, hier geht's dann schon auf 3 Blöcken weiter. Denn hier war das ja so. Weil ich kann einfach den Dreierweg hier weiterführen. Dabei merkt man das gar nicht. Mir fehlt es genau an einem einzigen. Scheiße. Gut, dann gehen wir ein bisschen mehr holen. Aber ich habe schon Bock irgendwie auf ein bisschen Action. Ich gehe mal mein Flugzeug reparieren. Dafür brauche ich ein paar Materialien. Wir gehen ins Flugzeug reparieren und eventuell fliegen wir in der Folge mal weg, weil jetzt sind wir dann doch ein paar Folgen lang hier drin gewesen. Oh mein Gott, ich habe für das Triebwerk endlich mein Stuff zurückbekommen. Am Anfang hat man da nicht sein Zeug zurück dafür bekommen. Es ist einfach kaputt gewesen. Geil. 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 Einfach geil. Das bedeutet... Ach guck mal, der backt sogar in der Luft. Ist auch... Ach man, jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich mich hier ransetze an das scheiß Flugzeug, passt irgendwas nicht. Das ist der Wahnsinn, ey. Wie ich wirklich jedes Mal aufs Neue so fertig gemacht werde. Ich gehe ganz kurz die Ballons auch machen, dass ich dann auch direkt losfliegen kann. Eben irgendwas gesehen, was mir sehr gefallen hat. Ich habe es aber wieder vergessen, Mann. Heute ist ganz schlimm mit Vergesslichkeit. Bei mir ist das Problem, ich habe einen Gedanken, den finde ich so cool, nice. Dann ist mir aber, dann fällt mir direkt wieder ein cooler Gedanke ein und der andere ist einfach wieder unwichtig. Ja, ja, jetzt so tun als ob, ne? Aber hier die ganze Zeit davor so dumm in der Ecke rumstehen, gell? Ja, 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 ja. Ah, wenn wir aber dann eher schon Brightcore sammeln gehen, dann kann ich mir ja auch den Ofen machen. Guck mal, aber ich mache tatsächlich auch Gewicht aus. Wenn ich jetzt runtergehe, geht's wieder hoch. Und jetzt hat sich das falsch geplaced. Wo ist denn meine Fackel hin? Ich habe gerade die letzte Fackel verbaut, willst du mir das sagen? Dann muss der letzte... Ja, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Das ist sehr nice. Die Sonne mit dem Klatsch. Wir gehen hoch. Ich habe das jetzt extra hier eins hoch platziert, weil ich hatte so das Gefühl, dass es deswegen... Oder ich muss den da hier ein Ticken nach außen platzieren. Kann ich jetzt aber eh nicht mehr. Mir fehlt erstens Fackeln und Wooden Rod. Wir drehen. Wir gehen in die Wüste. Warte, ich kann nicht interagieren. Ich glaube, dieser große Baum, der da ist, das ist der Baum, an den... Baum, sage ich. Der große Berg, der da ist. Das ist, glaube ich, der Berg, wo ich jedes Mal anlege, wenn ich mit dem Flugzeug darüber fliege, dass ich mir nichts runterbauen muss oder sonst irgendwas. Also von dem Ding... Also es muss der eigentlich sein. Ich brauche gar nicht so grübeln. Ich war an keiner anderen Stelle in der Wüste. Nur hier an dem... Junge, what the fuck? Ich wurde einfach aus meinem eigenen Flugzeug verbannt. Das Flugzeug war so, Junge, hau jetzt ab. Dieses, wenn es so reinbackt, dieses... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das, wie willst du das auch einem Epic-Mitarbeiter dieses Problem beschreiben, wenn du mit dem Triebwerk fliegst und das Triebwerk einen Fehler hat, oder was? Oh, knappes Ding, ey. Ich habe es fast nicht mehr geschafft. Muss den Grabber wieder wegmachen. Der geht nämlich sonst bald kaputt. Die stellen mich jetzt auch noch ganz hier vorne. Eigentlich sollte ich mich hier eventuell einen Zaun hinmachen. Macht mich aber schwerer. Oh nein, jetzt habe ich ja keine Fackel mehr. Höhle ohne Fackel. Was brauche ich für eine Workbench? Kriege ich zusammengesammelt. Platziere die Workbench mal am Eingang. Das, falls ich das nächste Mal wieder ohne Fackel hier reinlaufe, dass ich hier mir eine Fackel direkt machen kann. Weil für eine Fackel habe ich alles. So, aber hier müsste... Da, guck mal, das da oben, da war ich letztes Mal nicht. Ich bin von hier letztes Mal gekommen. Ich weiß aber, dass es hier weitergeht, weil es in meiner ersten Wüstenhöhle auch hier weitergegangen ist. Hier ist ein Ausgang. Da geht es sehr tief runter. Ja, bevor ich da mal runterspringe, will ich schon gucken, was es hier so neben mir also gibt. Jawohl, da ist Brightcore. Oh, hier ist echt ein großes Stückchen, also ein großes Fleckchen, ne? Ich bin ja sogar vorbeigelaufen eigentlich. Okay, wir bauen uns da einmal ganz kurz rüber. So, jetzt sind wir am Brightcore angekommen. Das finde ich sehr nice. Dann mache ich dann im Dorf, im Dorf gehe ich dann hin und mache mir den Ofen und danach schmelze ich ein bisschen Eisen weiter, weil ich habe so viel Eisenerz, da wird das Brightcore nicht reichen dafür. Aber wofür es reichen wird, wohin geht es da entlang? Ah, nirgendwo leider. Es war ein Schuss in den Ofen. Dann gehe ich hin und baue da mal noch die Rubine ab, weil ich brauche eh noch Rough Ruby. Und dann gehe ich auch wieder zurück. Das war ein ganz kleiner, kurzer Trip in die
Die Wüstenhöhle. Und das nächste Mal, wenn ich dann hier in die Höhle gehe, denke ich da auch mal nach ganz unten, was ich, wo ich da gerade das Loch gesehen habe, wo ich erst nicht hingehen wollte. Ich kann den Ausgang nicht finden. Warte, was? Ich habe gedacht, es war hier. Ah, nee, hier. Sorry. Alles gut. Ich habe ihn gefunden. Alrighty. Wir drehen. Und gehen back. Irgendwie kann ich weiter sehen, würde ich sogar sagen. Aber das kommt mir nur so vor. Ich könnte schwören, ich habe davor nicht so weit sehen können. Weil hätte ich so weit sehen können, dann hätte ich ja die Wüste schon ewig gefunden. Ich bin nicht hier alles entlang gelaufen. Eventuell hat sich was bei meiner Grafikeinstellung geändert, jetzt mit dem neuen Update. Würde auch erklären, warum ich so wenig FPS habe. Bitte back zurück rein. Ja, ja, ja. Ja, alles, was ich wollte, es hat geklappt. Alles, was ich wollte. Es war alles, was ich wollte. Ich gehe jetzt hin und platziere den Ofen. Und dann nenne ich auch die Folge The Big Oven auf Englisch, um englischen Clickbait zu betreiben. Jungs, ich bin so smart. So, und jetzt... Boom! Big Ofen. Sehr nice. Hoffentlich macht ihr mir dann auch dieses Essen. Ich platziere hier dann noch am besten eine Kiste rein. Ah, das mache ich später. Das kann warten. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben ein bisschen am Weg noch gemacht, haben das Flugzeug repariert, waren in der Wüste, haben uns den großen Ofen gemacht, um das Essenshaus somit eigentlich vollständig zu machen. Da fehlt noch ein Block. Hier muss man einfach dann noch... Ich kann eine Kiste hinbauen. Gibt es hier irgendwie Dekoration, die das halt geil machen wird? Ja, safe gibt es hier geile so Küchendekoration. Sink, sowas zum Beispiel kann ich dann noch rein platzieren. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, aktiviert die Glocke. Falls ihr doch eine Folge schon verpasst habt, dann gibt es über mir die Playlist. Da ist jede Folge drin von Folge 1 bis zur 50. Folge jetzt. Und weiterlaufen natürlich. Und falls du Livestreams magst, dann gibt es hier meinen Twitch-Namen oder in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach einmal draufklicken und dann kommst du auf meinen Twitch-Channel. Wenn du mit mir spielen willst, dann würde ich dir echt raten, mir mal zu folgen. Weil mittlerweile habe ich nicht so viel Zeit, was Streamen angeht, weil ich sehr viel für YouTube halt gerade mache. Deswegen habe ich keinen festen Streaming-Plan, was halt dazu führt, dass ich nie wirklich sagen kann, wann ich dann doch live bin. Deswegen müsstest du mir halt dann in dem Fall reinfolgen und dort auch die Glocke aktivieren, um mich halt mal live zu erwischen, weil ich bin dann halt doch sehr spontan immer live. Ich war die letzten 2 Wochen nicht mehr live, weil ich es einfach tatsächlich nicht mehr schaffe. Deswegen, ja, kleiner Talk noch am Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann du die Folge angeschaut hast. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Folge Nummer 51. Ciao, ciao.